Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Heidelbergs. Oh ja, kann ich da drauf? Nein, das wäre so episch gewesen. In der letzten Folge haben wir die restlichen Aufgaben von dem Generalhauptmann-Typen erledigt, haben versucht, Shan Yu zu finden in dieser Höhle, aber der war nicht da und jetzt hat er das Dorf Zwache irgendwie zerstört, während wir da drin waren und alles bekämpft haben. Und jetzt sind die zum Gipfel geflogen und da gehen wir jetzt hin. Und ich habe jetzt dort in die Gruppe mitgenommen, weil die Heldenform schon das maximale Level erreicht hat, was sie im Moment erreichen kann. Meine Güte. Ja, jetzt muss ich erstmal in der Story ein bisschen weiterkommen, damit ich die weiter hochleveln kann. Das heißt, ich kann jetzt Donald wieder in die Gruppe nehmen. Hallo, wer seid ihr denn? Kommt mal her. Das Ding haben. Oh ja. Erwachend, weil. Boff. Nein, ich höre nicht später. Nein. Das ist doch von mir schon. Was hat Ding? Kann nicht einen Schatten werfen oder so, da ist doch nur Kilometer über die Luft. So. Boom. Ha. Was? Achso, da lag mir was. Klang so, als hätte ich eine Truhe werfen oder so. Ja. Er ist von Hunden auf Herzlose übergegangen, was irgendwie sehr komisch ist. Attack! So, und jetzt kommt wieder was, was irgendwie keinen Sinn macht. Ich bin ausgerastet. Aus irgendeinem Grund bin ich jetzt alleine. Ich sag doch, eins der nervigsten Elemente in diesem Spiel sind einfach so in den Story-Sachen Goofy und Donald oder alle Charaktere zu entfernen, aus irgendeinem Grund. So, komm her. Mach ich dich platt. Und mir dadurch irgendwie den Blitzkonter. Das bedeutet, ich kann natürlich dann auch keine Dings einsetzen, keine Heldenform, weil Donald Goofy weg ist. So, Schwertschule. Das hat voll gemacht. So, hier muss ich eigentlich nur so viele Gegner wie möglich erledigen. Weil einfach so. Ich kann nur gerne Level up, wenn es geht. Was? Ich hab 3 gedrückt, Mann. Oh, gib mir noch ein Level up. So, danke. Magie autorisieren, das ist glaube ich nicht so gut, oder? Weiß ich jetzt nicht. Wurf. Also noch ein paar weggehauen. Ja, warum waren du und Goofy jetzt nicht da? Also storytechnisch. Warum waren die nicht da? Das versteht doch kein Schwein hier. Jetzt kommt er selber. Eine einzige Person. Irgendwie nicht so bedrohlich aus, aber okay. Stand back. We'll handle this. Wenn irgendwie so eine Gruppe Defender gewesen wäre, wie aus Kingdom Hearts 1, das wäre natürlich, aber das sind nur 7-8 Stück oder so. Sorry. Ja. Meine Frage ist jetzt, wie hat er das überlebt? Im Film ist er auch mitgeflogen, oder? Wie hat er das überlebt? Yes, Captain. Ja. Look out! Das ist eine ganz schön heftige Explosion.
Ja, so war es auch nicht besser. Einer hat blöd Timing, der eine kein Reaktionsvermögen. Ja, ausgezeichnet. Thanks, Ping. It was nothing. I should never have doubted you. From now on, you have my trust. Thank you, Captain. First she uses me as a lighter, then she turns me into a cannonball. The head answers is gonna hear about this. You know, that's it. I give up. I can't take this no more. Come on, Mulan. Let's quit this charade and go home, girl. Mushu. What? Mulan? Woman? It can't be. Ping! Captain! Oh boy, you're okay! You all knew, didn't you? You knew Ping was really a woman in disguise. Am Anfang nicht, um fair zu bleiben. The punishment for high treason and dishonoring the army is death. Get out of my sight. Now. You're all dismissed. But Captain. My debt is repaid. The Emperor is waiting. Move out! Die sehen auch fit aus. Und die sehen topfit aus, obwohl die nichts gemacht haben. Was irgendwie Sinn macht. Mulan, I blew it. Ja, ja, hast du. Thank you, everyone. Sorry I got you in trouble. It's no big deal. So, Ping. I mean, Mulan. What are you gonna do now? Go back home. You know your daddy's gonna be steamed as a chicken dumpling. Relax. We'll take our share of the blame. Thanks. You're all wonderful friends. Oh, Ping ist jetzt wieder Mulan. Mulan hat neue Abilities gelernt. Er ist schon viel besser, ja. Ja, viel hübscher aus, so. So, was haben wir gelernt? Magie autobasieren. Wir sehen automatisch ein Ziel, wenn Feuer, Eis, Blitz oder Magie gewickt wird. Ist jetzt noch nicht so wichtig, glaube ich. Aber dass du ein Auto-Limit? Nein. Charmeur? Nein. Feuerboost. Und ja. Ja. Habt ihr irgendwelche neuen Sachen? Nö, ihr habt immer noch die alten. Meine Güte, seid ihr. Seid ihr. Ihr. Ja, zu Nietzsche. Gut, dann. Ich plane die Level, die Welt in diesem Part zu erledigen. Das Kommando Limit wurde hinzugefügt. Drücke links, um das Kommando-Menü umzuschalten. Und wähle damit Limit aus. Limit muss Ability sich so aus MP verworfen und dann mit Pferden ausgeführt werden. Alles klar. Ich schon noch zeigen bald. Weil ich nicht so ein Fan von Limit-Attacken bin. Ich bin mehr so ein Drive-Fan. Ich bin ein Driver. War nicht mal ein Spiel. Da fand ich irgendwie so geil, habe ich irgendwie nur Mist gebaut mit dem Kollegen. Nein, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Shan Yu, he's alive. He's heading for the Imperial City. We've got to warn Shang. Oder wir schnappen uns den Typen direkt und springen die paar Meter runter. Nein, okay. Hört nicht auf die Stimme, die von außen kommt. Nein.
Sau weiter. So ein Grund hat übrigens Mulan jetzt einen Haufen neuer Fähigkeiten, die sie als Ping nicht benutzen konnte, weil keine Ahnung, die Rüstung kam im Weg. Ich habe keine Ahnung. So. Ihr habt nichts Wichtiges zu sagen, ne? Deswegen gehen wir einfach weiter. Warum so ein Rückwärtssprung? Ich verstehe das nicht. Erklär mir das einer. Hier kommen zwar Gegner, aber ich möchte das heute noch alles schaffen. Ich glaube, die letzte Aufnahme für heute sein. Deswegen, whoopsie daisy. Gehen wir mal ganz schnell zum Ouch. Du, da musst du jetzt unbedingt sein, ne? Obwohl, Limit-Attacken sind jetzt eigentlich noch sehr nützlich. Fällt mir gerade ein, weil ich noch keinen Heilzauber habe. Deswegen kann ich theoretisch Limit-Attacken oft einsetzen. Entschuldigung. Keine Ahnung. Na, was geht? Ihr wird alle topfig aus. Shang! Shan Yu is alive. He's headed this way. And why should I believe you this time? But she's telling you the truth. Hi, Falco. Ja, der war noch sein Rape Face. Guard the palace! Do not let the enemy get anywhere near the Emperor! That's an order! Jo, super. Captain, we'll secure the courtyard and you can save the Emperor. That's an order! Sag's ihm, Donald. Besiege alle Herzen, aber natürlich. Oh, da kommen sie. Gute Rakete. Und tschüss. Wow, das ging schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine Güte. Ist wegen Feuerboost wahrscheinlich, ne? Der Kaiser ist in Gefahr. Dann verlieren wir keine Zeit. Ja, warum stehen wir an hier und reden? Na, wie seine Szene mit Roxas. Ja, das Turnier fängt gleich an. Hey, MP sind wieder da, geil. Da. Wo ja, Limit werde ich wahrscheinlich benutzen, allerdings nicht. Aber Palast-Tor. Me. Ich sag doch Rape Face. Vielleicht zu machen. Ah, jetzt kommt unser erster Bosskampf mit Sora. Ich glaube, der Typ ist nicht beeindruckt. Nein. Aber ja. Beschütze die Tore und besiege Shan Yu. Nein, ihr nicht. Erstmal die Kleinen erlegen. Und tschüss. Ich glaube, das fliegt alles dagegen die Decke, oder? Ah ja, übrigens, Moralleiste. Geil, was? So. Hey, hier geblieben.
Wenn es waren. Das Ding zu vermasseln ist irgendwie unmöglich. Ich sag's nur mal. So, komm her. Ah. Was passiert eigentlich, wenn man vermasselt? Ja, fast gar nichts eigentlich. Boom. Wurf. Da legt er es los, was? Den anderen anvisieren. Oh Gott. So, chill mal, oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Er hat nicht so viel geheilt. Ah, komm her. Was du denn? Der blöde Rabe hat mich hier fast vernichtet. Also eigentlich könnten. Au. Oh, danke. Komm her! Puff! Und tschüss! Maximum AP und Tornado erlernt. Und Goofy hat Goofy Turbo gelernt. Und Mulan ist eigentlich egal. HP plus. Okay. Erster Boss kein Problem. Bis auf diesen blöden Raben, der mich beinahe getötet hat. Oder Falke, was auch immer. I've heard a great deal about you, Fabulan. You stole your father's armor, ran away from home, impersonated an Imperial soldier. Immer stimmt mit den Haaren, ne? Deceived your commanding officer, shamed the entire Chinese army, and dishonored your family name. We get the picture. You're a young woman, and in the end, you have saved us all. Das ist wieder normal, gut. Your Excellency. Captain Lee. Take this so the world will know what it is you have done for China. Thank you. Mulan. Yes? Sora. Sir. Donald. Goofy. Yes, sir. Thank you. Thank you. Is that all there is to say, Captain? If you wish to win the heart of Fa Mulan, China's bravest woman, you'll have to be a bit more eloquent than that. Can I get an autograph? Thanks for everything, Sora. Now they gotta let me go back to being a guardian. They gotta! But Mushu, I thought you already were a family guardian. What? Oh, no, don't even worry about that. That's just real technical, just for us guardians. You tricked us! No. See, I just didn't want to bog y'all down with all the guardians. Ich habe jetzt irgendwie Otto Walkes Stimme als Mushu. Ha. Hey, da liegt ein Schlüsselschwert. Hebe ich mal auf. Die Szene fand ich schon immer so bescheuert.
Zora guckt so nach unten, und greift einfach so einen Schlüssel aus dem Boden. So sieht das jedenfalls aus. Nee, aber automatische Stimme war sowieso nicht mehr im zweiten Teil von Kingdom Hearts. Keine Ahnung, was da ist. Bing. So, neue Welten haben sich geöffnet. Mehr oder weniger. Guess it's about time to be moving on. You shall be missed. Is it okay if we come back to visit? Of course. We will look forward to your return. You two play nice. Whoa, watch it, soldier. Goodbye, Sora, Donald, Goofy. Yeah. Man muss echt so einen Counter irgendwie erstellen, wie oft Sora, Donald und Goofy gesagt wird. In der Reihenfolge. Was immer ist eigentlich. Verborgene Sache stellt proportional zu erlittenem Schaden die Imperial her. Esprit. Gut. Haben wir Mulans Welt geschafft. Nach 3 Parts. Das hat jetzt nicht... Ist doch ein bisschen länger gedauert. Chain of Memories hat jeder Part... jede Welt nur ein Part gedauert. Das ist auch nicht vergleichbar, ne? So. Das ist eine Welt, die kennen wir auch, ne? Twilight Town ist jetzt ganz weg, geil. Gut, dann würde ich sagen, ich beende hier den Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ihr könnt unter diesem Part ein Like oder Dislike oder einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Weil es kommen täglich eigentlich, bis auf sonntags. Ich versuche täglich bis auf sonntags ein paar Parts rauszuhauen, also jeden Tag ein. Und wenn ihr abonniert, dann seht ihr die auch alle in eurer Abo-Box. Das ist doch verlockend, oder? Na, na, na. Wenn nicht, dann komme ich euch zu euch hin und dann... Ah, okay, oder auch nicht. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns auch nicht in der nächsten Folge. Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.